Die Wahlen in Frankreich sind eine schlechte Nachricht, nicht nur für Europa, sondern auch für die Aktienmärkte. Warum? Weil erstens Frankreich praktisch politisch gelähmt ist. Es gibt keine tragfähigen Mehrheiten. Damit können viele Dinge irgendwie nicht vorankommen, nicht beschlossen werden. Aber es gibt Dinge, die beschlossen werden können. Denn wir haben auffällige Schnittmengen zwischen den Linken und den Rechten. Zum Beispiel Zurückdrehung der Macronschen Rentenreform. Ist ja alles toll für die Leute, kostet nur sehr viel Geld. Und wird die Verschuldung der Franzosen, die ohnehin schon immens ist, Frankreich ist ja stärker verschuldet als Griechenland, wenn man die Haushaltsverschuldung, die Firmenverschuldung und die Staatsverschuldung in Relation zum BIP sich mal anschaut. Und genau das hat ja die Finanzmärkte so ein bisschen in Aufregung versetzt, seit Macron die Neuwahlen ausgerufen hat. Und das dürfte jetzt nicht besser werden, denn das Wenige, auf was man sich einigen wird können, das wird teuer werden und dürfte dann die Anleiherenditen nach oben bringen, also die Risikoprämien für französische Staatsanleihen. Und das wiederum dürfte dann vielleicht den einen oder anderen Überseeinvestor veranlassen zu sagen, okay, ich ziehe mal besser mein Geld aus Europa ab. Schauen wir uns die Dinge mal an. Zunächst mal das Endergebnis hier. Das Linksbündnis Nouveau Front Populaire, also die Volksfront von Frankreich und die französische Volksfront. 180 Sitze, Macrons Ensemble hat 156 und Le Pen's Rassemblement National 142. Jetzt ist bei den Linken, bei der linken Volksfront, Mélenchon derjenige, der mit Abstand die meisten Sitze hat, respektive seine Partei. Und der hat schon gesagt, also wir stellen hier den Machtanspruch. Der ist für eine sozialistische Politik, außenpolitisch extrem, anti-israelisch, pro-palästinensisch, will Palästina anerkennen, anti-ukrainisch. Will in Frankreich Preise für Grundnahrungsmittel und Energie einfrieren. Löhne an die Inflation anpassen, extrem hohe Besteuerung für Unternehmen und vor allem für Vermögende oder für Einkommen. Und Peter Schiff sagt hier, also es ist so, dass sowohl in Frankreich als in UK die Probleme, die letztendlich auch der Staat mit verursacht hat, durch die Wähler beantwortet ist, ja noch mehr Staat, denn sowohl Labour als auch eben das, was sich in Frankreich abzeichnet, heißt faktisch mehr Staat, heißt faktisch mehr heißt faktisch weniger freie Wirtschaft, wenn man das Ganze mal auf den Punkt bringt. Und hier sehen wir mal, warum die Finanzmärkte das vielleicht nicht so toll finden. Erstens, weil man mit Brüssel ein bisschen über Kreuz liegt in vielen Punkten, vor allem außenpolitisch, aber nicht nur, vor allem eben in Sachen fiskalische Disziplin, Schuldengrenzen etc. Das ist ein Riesenproblem. Hier rechts sehen wir mal den Economist, wie Frankreich gespalten ist. Frédéric Ducrozet bringt es auf den Punkt. Entweder es gelingt jetzt die Bildung einer großen Koalition, was allerdings aus meiner Sicht unwahrscheinlich ist, oder früher oder später wird Macron zurücktreten müssen aufgrund der politischen Instabilität. Und jetzt schauen wir uns mal an, was die verschiedenen Parteien fordern. Wir sehen hier bei Le Pen zum Beispiel Steuersenkungen auf Gas, Benzin und Öl. Also diese Dinge, die bei den Linken sozusagen als Preiseinfrierung fungieren sollen. Also beide wollen hier die Kosten für die Bevölkerung nach unten bringen. Gleichzeitig wird aber der Staat das Ganze bezahlen, also höhere Staatsverschuldung. Darauf werden sich Linke wie Rechte einigen können. Dann Macrons Erhöhung des Rentenalters rückgängig machen. Und genau das will die neue Volksfront auch, Abschaffung Macrons Rentenreform. Sehr viele Sozialleistungen, die hier gewährt werden sollen. Also da, wo es wirklich teuer wird, da haben die Linken und Rechten Schnittmengen. Und das dürfte bedeuten, dass solche Programme, wenn überhaupt was durchs Parlament geht, dann eben solche Programme durchs Parlament gehen werden. Und das wiederum, das ist keine gute Nachricht aus Sicht derjenigen, die das Ganze zu finanzieren haben, nämlich der Anleihenmärkte, die sagen dann, hey, wir wollen eine höhere Risikoprämie oder wir kaufen keine französischen Anleihen mehr. Hier sehen wir mal die Franzosen, da dürfte die Staatsverschuldung weiter nach oben gehen, in Italien auch.
In Deutschland ist das nicht der Fall. Hier sehen wir, wie sich schon gestern Abend in Fernsehsendungen hier verbal gekloppt wurde. Das ist wie bei Asterix. Und interessant eben auch, wenn wir hier eine Beobachtung von George German mal ranziehen. In Frankreich heißt es Left Wing, also die Volksfront ist links, obwohl da extrem viele Links oder obwohl da Linksextreme natürlich gar nicht mal knapp vertreten sind, während der Rassemblement National gleich wieder rechtsextrem ist. Also bei rechts ist man gleich extrem, bei links ist die Sache schon ein bisschen anders. Das Witzige ist ja, dass schon nach dem ersten Wahlgang Linke randaliert haben, weil sie verloren haben. Jetzt haben die Linken gewonnen und randalieren trotzdem. Das ist vielleicht ein bisschen unterberichtet in der ganzen Situation. Ich bin gegen Extreme auf der Rechten, ich bin gegen Extreme auf der Linken, aber ich finde, das ist mal etwas, worauf man hinweisen muss, dass dieses Framing in Sachen Rechts offenkundig ein bisschen lockerer sitzt. Dann schauen wir uns mal an, was das Ganze bedeuten würde in Sachen Verschuldung, wenn jetzt diese Programme, die ich hier kurz skizziert habe, wenn diese Wahlversprechen durchgehen. Und wie gesagt, das Problem ist diese Schnittmengen zwischen Linken und Rechten. Und da sehen wir, das könnte sich in Richtung 130% des BIPs bewegen, wo wir jetzt schon eben bei um und bei 110% des BIPs sind, was die Verschuldung betrifft, des Staates wohlgemerkt. Konsumenten und vor allem Firmen sind stark verschuldet. Hier sehen wir mal ein Artikel aus der NZZ, Frankreich ist die beste Werbung für die Schuldenbremse. Jede Partei will sich die politische Zukunft kaufen. Zumutungen fürs Volk stören da nur, also geht man den Weg des geringsten Widerstands. That's it, sie alle versprechen ganz tolle Geschichten. Wer es bezahlte, das steht dann scheinbar auf einem anderen Blatt. Und wir sind ja sehr intensiv in Sachen Handel mit Frankreich, haben allerdings einen gigantisch großen Handelsbilanzüberschuss zu Frankreich. Schauen wir mal an. Der ist 50 Milliarden Euro allein in einem Jahr. Das ist echt heftig, denn wir exportieren Waren im Wert von 120,2 Milliarden Euro, aber importieren nur für 69,8 Milliarden. Also nur knapp mehr als die Hälfte der sind die Importe aus Frankreich, die wir nach Frankreich exportieren. Und jetzt gibt es ja das, was die sogenannten Target-2-Seiten sind. Sie werden sich vielleicht erinnern, Hans-Werner Sinn und so weiter und so fort. Also das könnte noch ein bisschen unschön werden. Schauen wir uns mal an, was diese Programme hier bei den einzelnen Parteien bei der Verschuldung noch oben drauf bringen würden. Die Linken wären da sozusagen ganz vorne dabei mit den Schulden. Das muss die EZB dann irgendwie durch Gelddrucken finanzieren. Nein, das wird nicht gehen. Da werden andere nicht mitspielen. Jetzt fordern zum Beispiel solche Leute wie Mélenchon, der, wie gesagt, der stärkste Kandidat ist oder mit den meisten Stimmen seiner Partei, mit den meisten Stimmen. Der will eine Einkommensteuer bis zu 90%. Okay, das wird natürlich diejenigen, die dann viel verdienen, unbedingt dazu veranlassen, noch mehr zu arbeiten, damit sie vielleicht noch über 90% an Steuern bezahlen können. All das bedeutet eine Einschränkung wirtschaftlicher Aktivität, mehr Kontrolle durch den Staat, mehr Direktive von oben, weniger wirtschaftliche Freiheit. Und hier sehen wir mal diesen Index für wirtschaftliche Freiheit. Und es ist natürlich reiner Zufall, absolut reiner Zufall, dass in den Ländern, wo die wirtschaftliche Freiheit groß ist, eben auch der Wohlstand groß ist. Singapur, Schweiz, Irland, Taiwan, Luxemburg, wie sie alle heißen. Und da, wo die wirtschaftliche Freiheit besonders gering ist, Nordkorea, Kuba, Venezuela, Sudan, da ist absolute Katastrophe. Und das Interessante ist ja eigentlich, dass der reale Sozialismus dermaßen durch die Geschichte widerlegt ist, aber immer wieder als Heilsversprechen fungiert. Faktisch werden nur alle gleich ärmer, dann gibt es eine kleine Herrschaftskaste, die sich dann bereichert, aber die allermeisten verarmen gleichmäßig, das ist dann wahrscheinlich eine Form von sozialer Gerechtigkeit, aber es ist niemand wirklich geholfen, bis auf den wenigen, die dann schön praktisch an den Fresstöpfen sitzen. Also es ist mir unbegreiflich, wie dieses Heilsversprechen immer wieder verfängt, obwohl die Geschichte es empirisch hinreichend widerlegt hat. Frankreich jetzt hat, oder in Frankreich ist genau das Gegenteil dessen passiert, was Macron eigentlich wollte, wie die Financial Times hier aus meiner Sicht richtigerweise beschreibt. Und jetzt gibt es nur eine ganz geringe Wahrscheinlichkeit für eine Koalition, die rechnerisch wohl noch möglich ist, zwischen Ensemble und einigen anderen Parteien, ohne eben die LFI, La France Insoumise,
Das unbezwingbare Frankreich, diese Partei von Mélenchon und eben dem Rassemblement National von Le Pen. Also die beiden rauszulassen, wird im Prinzip kaum möglich sein. Da müssten sich alle total lieb haben und gegenseitig auf dem Schoß sitzen. Wird unwahrscheinlich passieren, wird sehr, sehr wahrscheinlich nicht passieren. Also werden vielleicht einzelne Dinge, wie ich schon sagte, durchkommen, die eben die Schnittmengen zwischen ganz links und ganz rechts sind. Und damit wird diese politische Instabilität in Frankreich von Stück zu Stück größer. Kommen wir nun to the Wall Street, kommen wir zu dem Geschehen an den US-Börsen. Hier haben wir wichtige Dinge heute, nicht heute, heute ist gar nichts, aber morgen beginnt Paul mit seinem Testifies vor dem US-Parlament. Dann haben wir natürlich am Donnerstag die Inflationsdaten aus den USA. Das wird das absolute Highlight. Und hier finde ich einen interessanten Kommentar. Einer der wenigen skeptischen Kommentare angesichts der Rallye, die wir derzeit sehen, der sagt hier, also wir sind vielleicht im schlechtesten Goldilocks-Moment, wo das Wachstum oder noch nicht schwach genug ist, dass die Fed die Zinsen senkt. Und gleichzeitig aber schwach genug ist, als dass die Gewinne der Unternehmen zurückgehen. Mal sehen, ob es so kommt. Vieles deutet darauf hin, nachdem die US-Wirtschaft ja sehr, sehr schwache Zahlen geliefert hat. Dazu gehören auch die Arbeitsmarktdaten am Freitag aufgrund der Revisionen etc. Schauen wir uns mal hier aber die Reaktion der Märkte an. Hurra, Nasdaq auf 60-Minuten-Basis extrem überkauft. All das, wie RJR Capital zeigt, unter geringsten Volumina, da sehen wir schon diese Illiquidität an den Märkten. Und hier sehen wir mal den S&P 500, der ja weiter gestiegen ist, während der Equal Weight Index, also wo alle Aktien gleichgewichtet sind, eben nicht auf neuem Allzeithoch ist, sondern tendenziell sogar nach unten geht, während der S&P als Index nach oben geht. Das gilt auch für die Advanced Decline Linie, also Anzahl der Aktien, die steigen in Relation zur Anzahl der Aktien, die fallen. Also da sind diese Widersprüche, und letzte Woche zum Beispiel war es nicht Nvidia, sondern Apple, die das Ganze gerettet hat. Auch hier jetzt negative Divergenzen. Unten rechts sehen wir mal die Revenue-Situation, also was macht eigentlich Apple an Umsatz und Gewinn, und da ist im Grunde bestenfalls von einer Stagnation die Rede. Insgesamt jetzt diese Woche saisonal sehr positiv. Wir haben ein Verhältnis in den letzten 50 Jahren von 37 zu 13 mit einem durchschnittlichen Gewinn beim Nasdaq von 1,13%. Beim S&P 500 ist das Verhältnis 38,12 mit einem Gewinn von 0,68%. Aber wir sind jetzt gerade eben im Tech Forward Price Earnings Ratio, also wie teuer ist der Tech. Da sind wir jetzt so teuer wie 2021, damals aber waren die Zinsen bei Null und die Fed hat noch massiv Liquidität in die Märkte geführt. Aber man sagt sich, Zinssenkungen kommen, hurra, hurra, hurra. 78% Wahrscheinlichkeit ist jetzt eingepreist für September. Deswegen werden die Inflationsdaten jetzt diese Woche so wichtig. Citi sagt jetzt, wir werden 8 Zinssenkungen sehen, beginnend ab September. Sportlich, liebe Citigroup, aber Fakt ist eben auch, wir haben das erste Mal seit Oktober 2020 zumindest keine Zinsanhebung gesehen seitens einer Notenbank. Also das ist natürlich schon eine Aussage, und hier sehen wir mal die Inflation, und vor allem achten Sie mal oben, der Juni des Vorjahres, wenn Sie oben links diese 3 sehen, da war die Inflation schon bei 3%, kam runter von 4,1%, also deutlich runtergekommen. Das heißt, die Latte liegt, was den Vorjahresmonat betrifft, ein bisschen niedriger. Während jetzt der Juni in der Inflation wieder ein bisschen anziehen sollte, erwartet es 0,2%, vor allem Öl, Benzin, das dürften Faktoren sein. Wir haben ja im Grunde im gesamten Juni einen Anstieg dieser Preis gehabt für Öl und Benzin. Und dementsprechend sind auch die Inflationserwartungen nach oben gegangen. Gleichzeitig allerdings der City Economic Surprise Index geradezu abgestürzt. Wir sind im Grunde auf dem tiefsten Stand seit dem Jahr 2015. Und wenn wir die sogenannte SAM-Regel uns mal zu Gemüte führen, SAM ist eine Ökonomin, die versucht hat, empirisch nachzuweisen, dass wenn die Arbeitslosenquote im U3 mehr steigt oder zumindest ein halbes Prozent steigt oder mehr,
in Relation zum 12-Monats-Tief, dann ist praktisch jedes Mal eine Rezession eingetreten. Und nach der Sahm-Regel ist das bereits der Fall jetzt, wie wir gesehen haben. Interessant wird sein, auch wie werden sich die Renditen entwickeln. Hier sehen wir mal die Renditen nach wie vor im Aufwärtstrend. Wird der gehalten? Yes or no, that is the question. Wir sind in einem langfristigen Aufwärtstrend, aber eben auch in einem kurzfristigen Aufwärtstrend, der jetzt einen Rückschlag erlitten hat. Dann schauen wir uns mal an den Dow Jones in Gold. Und da sind wir jetzt so hoch wie 1929, aber noch nicht ganz so hoch wie in der Tech-Blase. Also auch das finde ich eine interessante, wie soll man sagen, Einordnung des Geschehens an den Märkten. Und Bitcoin, großes Thema wieder, ja auch zurzeit unter Druck. Und dann gab es die Meldung, dass Deutschland wieder zurückkauft, Bitcoins zurückkaufen würde. Hat sich allerdings als Fehler herausgestellt, denn Deutschland ist ja als großer Verkäufer von beschlagnahmten Bitcoins aufgetreten, hat die offenkundig nicht am Markt platzieren können, weswegen diese Bitcoins wieder sozusagen zum deutschen Staat zurückgewandert sind. Daraus haben manche geschlossen, ja, die haben ja jetzt wieder zurückgekauft. Ist nicht der Fall, sondern es sind praktisch nicht gefüllte Orders, die man hier zu beobachten hat, also wo praktisch dann diese Bitcoins wieder reingehen in die Wallets von der Bundesrepublik Germany. Abschließend, meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen drei Empfehlungen geben. Erstmal, wie ist das einzuschätzen, was da in Frankreich passiert ist? So sehen Analysten die Lage. Erste Empfehlung, bitte gerne weiterempfehlen, meine Damen und Herren. Die zweite Empfehlung, Gegenwind für Goldpreis. China hat den zweiten Monat in Folge nicht gekauft. Andere Länder wie Indien kaufen massiv. Was bedeutet das für den Goldpreis? Auch das gerne weiterempfehlen über diese Social Media Button. Und der letzte Artikel, den ich Ihnen ans Herz legen möchte, spielen die Märkte bereits den Trump-Trade, weil man davon ausgeht, dass Sam Donald die Wahl gewinnen wird. Immer mehr Abgeordnete Demokraten sagen jetzt, Biden muss beiseite treten. Also diese drei Artikel möchte ich Ihnen empfehlen und sage jetzt erst einmal Servus, ciao.